erstmal umgucken, was da drin ist. Oh. 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 Da liegt ein Kurator. Chucky, ich hab gehört, das ist dein Metier. Du bist doch Gott der Kurators. Ja. Ich muss hier leider alle töten, um den zu retten. Was a mercy. Not my favorite experience. You shouldn't be down here. This place is off limits to lay people. Hm. Oh, okay. Ja, da ja. Das kommen wir hier vielleicht später wieder hin. Da ist ein riesiger Schatz. Hm. Ja, wahrscheinlich kriegen wir hier eine Belohnung, Grotte, wenn wir das machen. Hm. Dann sollten wir die nicht verärgern. Okay. You've set foot in a restricted area. Swift exit may be in order. Ja, wir sind noch dabei. Was hab ich gemacht? Weiß ich nicht. So, das war ich nicht. Let's go! Ich war gerade auf dem Weg nach draußen, als das aufpoppte. Ja, Dito. Ja, same. Weird. Ich glaube, da hat das Spiel nicht schnell genug mitbekommen, dass wir auf dem Rückweg sind. Hm. Dann gehen wir jetzt zum Hafen. Da sind jetzt auch zwei Quests. Auf dem Pfad. Ja. Und dass wir hier waren. Ja. Habe ich sehr gut gemacht, das Quest. Hast du sehr gut gemacht. Zwei Zeit. Ach, der liest halt einfach nichts mehr vor bei mir. Ich verstehe es nicht. Hm. Wer bist du? Von mir auch nicht. Did you hear the wave servants talking about a beast in Grey Harbor? If that's true, prayers are the least we can do. Ja, hab die Geschichte gehört. Ich finde, genau richtig, einfach beten. Beten ist eine gute Idee, würde viel lösen. Er hat ja gesagt, das Mindeste, was man tun kann, also. Also mit den Fischern müssen wir jetzt reden hier. Offenbar, ja. Irgendwelchen hier im Dings, ne? This catch is spoiled. You'll have to wait for the next boat. Cool. Wonder what's causing it. Can't talk. Bloody oil's gummed up my nets. How do fish even get dirty? They live in water. Wieso sollten sie schmutzig sein? Hm. Weil der Öl ausgelaufen ist. Achso. Komisches Konzept. I hate sending Lee packing the girls off without me. But if that smuggler can get them to water deep and away from the absolute. Okay, ihr seid nicht die Fischer, die wir suchen, glaube ich. This is life and death for me too, mate. You only get as many berths on my sloop as you can pay for. If I allow any freeloaders, my own crew will scrag me. Schönen guten Tag, was möchten Sie? Ach, die haben nicht genug Geld, um die ganze Familie mitzunehmen. Hm. Ach so. Das ist das. Alter, plus 16 überzeugen. Du bist sehr charismatisch. Ich meine, guck mich an. Das kannst du gar nicht failen. Very well, I'll do it. Suppose I can find some way to make it good with the crew. Yeah, ist das ein Fischer, der da Fische verkauft? Achso, den hatten wir schon. Okay. Ansonsten vielleicht auf der anderen Seite. Ich meine, der Questpfad geht ja einmal über diese ganze, Dock. Was ist mit denen hier drüben? I was this close to landing that deal. Next time for sure. Mhm. Das sind aber auch alles nur Flüchtlinge, ne? War is good for some businesses. What can I say? I got mouths to feed too. Ja. Ich glaube, die sind das nicht. Es müssen ja Fischer eigentlich sein, ne? Ja. Sie sind auf der anderen Seite.
I don't know who you are, but all I can say is thank you. If you ever have children, you'll understand what you've done for us. Auch alles Flüchtlinge. Oh Gott. This is a restricted area. Ich weiß, dass du ein Zombie bist. Ich weiß, dass du ein Zombie bist. Mir einfach weggeportet. Oh. Unhöflich. Okay. Wo sollen denn dann. Wie bist du da hinten hingekommen? Was? Geflogen, also. Ich bin geflogen, ich hab Flügel. Das hier unten war das Schmuggler, ne? Möchte jemand verfaulten Fisch oder verfaulten Fisch oder ich geb euch. Ach ja. If you're not dead in a tindy, I might learn your name. Ich geb uns allen mal. Ach, stehlen? Wieso ist denn das stehlen? Habt ihr nicht ein Boot verkauft irgendwie? War da nicht was? Nein. Ich dachte, ihr hättet eine ganze Wagenladung gekauft letztes Mal irgendwie. So eigentlich schon, haben wir. Doch. Wir haben, Drogen oder der, so. Ach so, ja. Seid ihr Fischer, oder? Should have docked under one of those cranes and let the pulleys do the lifting. Mhm. Mhm. Während ihr noch unterwegs seid, plündere ich mal. Finest Mars Emberice Wine and these fists want to confiscate it. I doubt their palates would even appreciate it. Ja. Was ist denn in meinem Beutel drin? Oh! Ein Schlüssel zum vergrabenen Schatz. Und eine Karte zum vergrabenen Schatz. Hört mal, Söhnchen, ich hab doch schon immer gesagt, wenn man nie neue Kleidung kauft und sich nur von Fischen ernährt, die man fängt, kann man eine Menge Geld sparen. Ihr habt mich ausgelacht und seid weggelaufen, um in der Weite in der Oberstadt Arbeit zu finden, aber ich hatte recht. Und jetzt, wo ich im Sterben liege, werde ich es euch beweisen. Diese Karte zeigt, wo ich meine Ersparnisse vergraben habe und der Schlüssel öffnet sie. Papa Finz. Okay. Also hier sind jede Menge tote Fische im Wasser. My last decent mate joined the Flaming Fists. Now I'm stuck with these two lugs. Und eine Ölspur führt genau hier rein, steht hier, hat mein Charakter gesagt. Ich würde mal versuchen, mir einen Überblick zu verschaffen. Und wo genau bist du? Ach, da hinten. Ah ja, oh Gott, I see. Ich schleich mal eine Runde. Hier ist eine verschlossene Tür. Auf der anderen Seite auch. Gibt auf dem Dach aber keinen Eingang. Wir könnten versuchen, wenn ihr hier die Treppe hochkommt, am Haus vorbei, dass wir dann übers Dach hier über den Balkon reinhüpfen. Sieht uns vielleicht keiner. Ist das hier gefährliche Stelle oder was? Die Tür aufmachen ist halt rot, ne? Ach so. Kann ich einfach das Dach hier, war Mission Impossible? Ja. Habe ich auch erst überlegt, aber. I'm not so sure. Ah, metallische Doppeltür. Ich habe übrigens mich. Was mich wundert ist, dass man über die Schiffe nach dort hinten noch weiter raus kann. Das wundert mich auch ein bisschen. Bei diesem Turm, bei diesem Leuchtturm. Ich würde einfach mal versuchen, hier aufzumachen. Mach mal auf. Erfolg. Eine 4 gewürfelt, ich brauche eine 15. Das hat nicht gereicht. Try this again, das ist besser. Da sind Tiere drin.
Knuddelbacke und Reißer. Kannst du mir und Schnapp. Reden? Ich kann ihn angreifen. Ja. Oh Gott, was hast du getan? Ich hab nur an der Tür gestanden. Oh, jemand wurde entdeckt. Ja, ich glaube auch. Aber es ist noch nichts passiert irgendwie, ne? Doch, irgendwer ist im Kampf. Ich bin im Kampf. Ach so. Ich meine, jetzt müssen wir, ne? Aber alle haben draußen geschrien, also das war offensichtlich nur bedingt gut. Aber draußen wurde geschrien? Ja. Okay. Das ist nicht gut. Na gut. Oh, die sind aber groß. Können aber nichts machen. Nee, offensichtlich nicht. Die Armen. Die haben uns erst angeschaut. Gar nicht. Ja, weil wir hier eingebrochen sind. Leitfaden für das Zähmen eines Worgen. Kapitel 10 Zusammenfassung. Worge sind schlau. Wahrscheinlich schlauer als ihr. Vergesst das nie. Sie jagen in Rudeln, aber nur wenn sie sich mögen. Am besten ist eine Mischung aus ruhigen und aggressiven Exemplaren. Das hält sie bei Laune. Lasst sie niemals Fleisch probieren, von dem ihr nicht möchtet, dass sie ständig fressen. Leute niemals nicht, nie nicht. Und bevorzugt keinen Worg, sind sehr sensibel. Ach, die sind sehr sensibel. Der eine heißt Knorpel. Oh. Aha. Tschüss, Knorr. Kann ich auch nichts für, dass der Knorpel heißt. Knuddelbacke. Und da waren es nur noch zwei. Da liegt eine Leiche. Ein toter Goblin. Mhm. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Was meinst du? Meinst du, der liegt ja nicht mehr lange? Ja. Kennt ihr jemanden, der gerne Leute aufhebt und mitnimmt? Oh, das sind alle. Oh, das sind alle. Oh! Oh! Worgzähne! Ich bräuchte. Die möchte ich. Damit kann ich die Elixiere der Blut, des Blutrauschs herstellen. Ja, nimm sie dir. Wer hat die gerade? Achso, die sind in meinem Beutel, ne? Warte. Bitteschön. Dankeschön. Das Blutdorst ist, so hieß es. Und zwei neue Rezepte, was denn? Was kann ich denn jetzt schönes Neues? Hm. Tja, wenn man wüsste, was man jetzt Neues bekommen hat. Also hat zumindest nichts dabei, der tote Goblin. Ja, die kleine tote Goblin-Maus. Ja. Die kleine tote Goblin-Maus gehört. Sag mal vielen Dank fürs Wecken. Vielen Dank fürs Wecken, soll ich sagen. Von Lars. Gerne. Ah, du hast den Keller gefunden. Den Keller gefunden. Ich dachte, hier muss irgendwas sein. Hat jemand schon den toten Goblin? Ah ja, okay. Keller. Der hatte nix. Ich habe den Keller gefunden. Let's have a look around. Und da ist eine Asbesttür, nein, eine Arresttür und eine Metallkiste. Eine Asbesttür. Hätte ja sein same, können. Same difference. Hm. Pumpenraum? Oh Gott, wo sind wir hier? Open up. Weiß was nicht, sagt die Metallkiste? Hat jemand schon geöffnet? Hä? Oh, die hab ich gar nicht gesehen. Soll ich mal am Rad drehen? Ich weiß nicht, ob da jemand stirbt. That must be how they keep this basement dry.
Unterwasseranlagenpläne. Dieses Buch enthält seitenweise Diagramme und Pläne einer druckfesten Unterwasserforschungseinrichtung, die im Grauen Hafen auf der versunkenen Steinkonstruktion von Sarevoks Hauptquartier des Eisenthrons errichtet werden soll. Langer Satz. Das ist Rapture, ne? Ja. Was? Kennt er wieder nicht. Ne, kennt er nicht. Der Krit des Kriton. Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Rapture. Seems simple enough. Ich kenne nur Raptor von den Rugrats. Hm. Ja, genau, um den geht's. Eine Verhandlung. Antiope, ich habe die Nachricht erhalten, dass ich die Vergütung für eure Dienste als mein Sahugin-Viehtreiber verdoppeln soll. So sehr ich eure Offenheit in meinen direkten Beirichten schätze, können einige eurer Bemerkungen als respektlos angesehen werden. Ich werde euch die Gelegenheit geben, eure Position zu überdenken. Wenn ihr in euch geht, werdet ihr gewiss die Richtigkeit meiner Sichtweise erkennen. Fürst Gortasch. Und dann hat er ihn hier reingeworfen und sterben lassen. Mhm. Freundlich. Hier oben ist noch eine verschlossene Kiste. Und ich hab den paar Pfeiler-Ends im Inventar geschmuggelt. Nehme ich auf jeden Fall. Hier sind noch ein paar Tränke der höchsten Heilung. Was passiert hier, wenn hier so viel Zeug rumliegt? Ja, offensichtlich Gutes. Warum? Drück mal auf M und guck mal, was auf der Karte steht. Hilf zeigt Voss den Unterstadt den orphischen Hammer. Das wird schmierig und stinkt, dahin abzuklettern. Das. Was? Sehr gut. Oh. Lustig. Leiter nach oben. So, irgendwo ist eine verschlossene Truhe, habe ich gehört. Ja. Überall sind verschlossene Truhen hier. Ja. Hä? Achso, da oben. Da bin ich noch nicht. So, vielleicht wäre das besser, erstmal da hochzugehen. Okay. Sehe ich ein. Sieht doch aus wie ein versteckter Türdurchgang. Aber sowas von. Bauen die doch nicht ohne Grund hier hin. Hallo. Oh. 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 Katha findet wieder Dinge. Und teilt sie nicht. Ich habe das U-Boot gefunden. Oh. Also, ich habe ein U-Boot gefunden. Ich warte mal auf euch. Ja, warte mal auf mich. Und das ist ganz. Das ist nur das U-Boot, niemand sonst. Mhm. Müssen wir vorher rasten? Müsst ihr entscheiden? Prinzki, die Gondir-Gießerei hat die vorgefertigten Teile für unsere Unterwasseranlage geliefert. Sie scheinen den Zweck zu erfüllen, das zu vervollständigen, was ich als Eisenthron bezeichne. Um beim Bau zu helfen, schicke ich euch Dunkelbrecherin Antiope, eine abtrünnige Umbali-Magierin, die sich darauf spezialisiert hat, Sahuagin zu bezaubern und zu kontrollieren. Und schon sind eure Probleme mit der Unterwasserarbeit schlagartig gelöst. Fürst Gortasch. Everything's connected. Also ich habe meine Tiergestaltladung nicht. Also wenn da was groß kommt, sollten wir vielleicht rasten, aber ich weiß halt nicht, über eine Laselle See verloren. Große Rast. Kleine. Groß. Mir reichen. Achso. Okay. Dann machen wir eine kleine. Ja, guck mal, was ich gefunden habe. Das sieht aus wie aus Episode 1.
Aber hier ist nur ein Dude, ne? Und der ist auch nicht böse. Wir müssen zum Hallo sagen. Mit dem kann man reden. On my way. What's hiding here? Oi! What's this? You ain't supposed to be down here, mate. A submersible. It matches the description of the vehicle that brought the Gondian hostages into the Iron Throne. Der Boss checkt mich. Ja. Ja. Oder? Der Boss schickt mich natürlich. Ja. Klar. Da schickt dich der Boss. Der Boss. Mhm. Du musst jetzt nur noch den Namen fragen. Wer genau? Ja, vermutlich Gottasch. No news is good news, right? Especially with the rough water between here and the Iron Throne. No prisoners lost in the last batch of runs either, though them servants of Umbli are making the trip damn near deadly. Bloody salt is always flopping around in the water. I've almost hit one or two now. Might have even nicked one off the port bow the other day. Maybe they'll teach them to keep out of the way. Mm-hmm. Ich frag einfach mal knallhart. You're testing me. All right. It's an underwater prison. Most secure in the realms. Myself and Cap are the only ones who can make it there in one piece. Lord Gortash keeps some Gondians there. Collateral to keep those working in the Steelwatch Foundry under control. Dann ab dahin. Überleg mal, wenn wir alles rausfinden können, bevor wir dahin gehen. Never anyone that away but ja. Prisoners. Mhm. Ich soll denn? Vertraut mir. Können auch einfach bestechen. Was sagst du, passt eher? Bleib mal bei der Story. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er hat mich vorgeschickt und sagt, oh, Bezahlung würde folgen. Oh Gott. Oh Gott, 25er Wurf. Ich könnte ihn bezaubern. Ein Vorteilswurf. Aber ich glaube, der reicht sowieso nicht, der Wurf. Nee, dann müsstest du nur eine 20 reicht. Mm. Well. Ich würde sagen, Kampf. Versuch dein Glück. Kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Ja. Well. Wir haben doch gerade eine Inspiration bekommen. Mm. Vielleicht sagt er auch einfach. Nee. Vielleicht. Vielleicht passiert ja gar nichts Schlimmes. Schade. Zusammen ist eine 20. Aha. Weil es so funktionieren würde, ne? Sure he did, buddy. Sure he did. Don't know what your game is. But I don't want to be involved. Bye. Ha! Ah, da muss ich wohl mal mit ihm reden. Ja. Ich meine, im Zweifel liegt da auch noch ein Tagebuch von ihm rum. Da kann man bestimmt auch das Ding selber fahren. Das ist eine gute Idee. Oi! A submersible. Was ich hier zu tun habe? Bade täuschen. Die Wasserregen spitzieren. Ja, ich bin die neue städtische Wasserweginspektorin von Fürst Gortasch bestellt. Offensichtlich. Offensichtlich. Die dümmste Ausrede der Welt und die gelingt. Vor allem nachdem du schon da warst. Ja. No one tells me anything. Last I heard, Lord Gortash handles this port's inspections personally. Anyway. If you're in charge of the waterways, you've got a lot of work to do. Those Umbly servants are making the trip to the Iron Throne damn near deadly. Bloody salt is always flopping. Maybe they'll teach them to keep out of the way. Ich
benötige zufällig eine Mitfahrgelegenheit zum Eisenthron im Rahmen meiner Inspektion. Do you know? Boss never sends anyone that away but prisoners. Also bitte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er hat mich vorgeschickt und gesagt, darum bezahlen würde vorhin. Ah, das habe ich jetzt schon mal gehört. Jetzt muss es stimmen. Aber wenn du es sagst. Das muss ja stimmen, ne? Mhm. Können wir das in Pen and Paper bitte auch so machen? Aber zweimal die gleiche Ausrede verwenden. Like him to surprise me, but mad times. I'll take you in. But look, there's some bad shit going down in there. You don't want to get involved. Neither did I, but it was them or me. I'll get Cap warmed up. Get in when you're ready. Nein, das machen wir in Pen and Paper nicht. Also, ihr könnt ja versuchen, aber es wird jedes Mal um 10 schwieriger. Das finde ich aber unfair. Also, ne, das ist jetzt... Wollt ihr euch hier noch irgendwie umgucken? Oder ja. So ein verschlossener Koffer? Ich bin noch am Umgucken. Hier ist zum Beispiel noch ein Schrank, ein verschlossener, mit einem Buch. Welches Schema für unterirdische Fahrzeuge? Risszeichnung eines Metalltauchboots. Nicht verkehrt, das einmal geöffnet zu haben, falls wir das für ein Quest brauchen. Ja, verflucht der Gordisch dafür, dass er diesen Auftrag so reizvoll gemacht hat, das muss ich sagen. Wie konnte ich nur diese Gelegenheit ausschlagen, anhand dieser Gondierpläne ein Boot zu bauen? Natürlich mit Rothammers typischen Verbesserungen, aber das Schlimme ist ein Schmugglerauftrag. Ich habe den Verdacht, dass im Thron gefoltert wird. Ja, ja, ja. Irgendwelche Fluchtfahrzeuge. Irgendwas mit Flucht. Hier entkommt keiner. Nicht, wenn wir auf der Matte stehen. Genau. Ich bin mal ein paar Minuten weg, sorry. Viel Erfolg. Okay. Ein ganzes Hühnchen aufgehoben. Verrückt, ne? Verrückt. Kann er du gucken, verrücktes ich, Huhn. Ich bin nicht nur städtische Wasserwegeinspektorin. Oh Gott. Ich mache nämlich auch noch Musik. Ach. Wollte ich nur mal sagen. Das war ein sehr schönes Lied, muss man sagen. Ja, das mag ich gern. Kann ja so lange ein bisschen Inventar sortieren, ne? Das ist eine sehr gute Idee. Meins ist nämlich auch sehr voll. Das kommt alles in den Beutel. Ganz hinten Eisen habe ich hier noch umliegen. Das gebe ich mal. Ich habe es Kalach gegeben. Ja. Hier, Bronzebar. Ich habe einen blühenden Drohkopf. Ob der irgendwann wichtig wäre? Ich mal. Maybe. Das ist der Kopf von Nere. Gesundheit. Ich habe auch noch einen Tentakel in der Flüstermaske. Soll ich die aufsetzen? Das ist bestimmt eine tolle Idee. Was hat Kalach aktuell denn für eine Armbrust oder Bogen? Ja. Die Fianchi 3 bis 12. Ich gebe ihr mal meins rüber und dann müssen wir gleich Chucky sagen, dass er das ausrüsten kann. Das ist nämlich ein bisschen besser für sie. Die macht nämlich 7 bis 12. Ui, das ist schon besser. Ich gebe Kalach auch mal mein infernalisches Eisen. Ja, da muss sie mit dem Schmidt reden, um die Sachen herzustellen, aber... Ja, wie tragisch. Das ist ein Quest-Item. So, kann losgehen. Ich habe noch Raphaels Tagebücher, die gebe ich mal Walker. Ich habe gehört, der mag das. Ja, immerhin damit. Chucky, achso, bevor wir runtergehen, kann vielleicht Kalach auch mal ihre Taschen leeren gehen. Bei einem Händler oder so. Die wir ihr gerade vollräumen? Ja. Ich habe Kalach gerade eine Armbrust gegeben, die ist besser als ihre.
weil ich jetzt den Bogen habe. Schick. Nee, ist doch nicht besser für sie. Ich dachte, die wäre besser. Die macht mit ihr mehr Schaden. Okay. Das hat eine Hand an Brust. Aber hat senkender Strahl. Ja, das ist ganz praktisch, wenn man mal von der Ferne was braucht. Ja. Danke für die Bombe. Bitte? Ich hab gehört. Guess. Also ich würde erstmal gerne verkaufen gehen. Wo denn? Weiß ich nicht. Also jetzt erst komplett hier mal raus. Ja. Okay. Oder ich steck einfach alles ins Lager. Ich steck erstmal alles ins Lager. Wir haben jetzt wirklich kein Problem mit Geld. Momentan. Nur Tränke brauche ich dann bald mal wieder. Was denn? Heilung. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!